Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Heute mal wieder Knastsendung, denke ich mal, oder? Also, heute reden wir mal wieder über einen Knast. Nürnberg. Ich war da ja auf Schub von Würzburg, hatte ich ja schon mal erzählt. Und der Ablauf war halt folgendes: Wir sind da angekommen und die Schubbus hält so an. Ich schaue aus dem Fenster raus und denke mir, Alter, was ist denn das hier ein Drecksloch? Da siehst du halt diese Stacheldrahtverhau oben auf der Mauer und da drin hängt Klopapier, alte verschissene Unterhosen, alles mögliche an Müll und Zeug, was die Häftlinge da aus dem Fenster rausschmeißen. Ne? Weil die irgendwie einen Schuss nicht gehört haben, jeweils an der Woche ganz genau liegt. Auf jeden Fall sind wir dann gleich rein in so eine Sammelzelle, alle Mann aus dem Bus. Die Sachen, die wir dabei hatten, sind ausgeladen worden von den Hausarbeitern. Wurden nur zwischengelagert, weil wir waren nur das Wochenende über da. Am Montag soll es weitergehen Richtung Stadelheim. So. Das ist mal ein geiles Gerät für Minderhände. Das ist nicht so ein kleines Friemelding. Ich bin ein bisschen grobmotorisch aufgrund meiner Krankheit. Und ja. So. Dann war es halt so, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon sehr starken Bartwuchs, aber ich wollte gar keinen Bart haben. Ich wollte glatt rasiertes Gesicht haben, ich habe Dreadlocks gehabt und denke mal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was sind denn das für Affen da? Geben wir kein Rasierapparat und nichts, obwohl es mir zusteht. Wir haben bloß bekommen eine ganz normale Seife, ein Handtuch, Klamotten, wir haben unsere Privatsachen anbehalten dürfen. Ich habe so ein Sweatshirt gehabt von Pantera. Das haben dann auch gleich welche versucht zu klauen. Und habe gerade mal den Zug hinter mir gehabt. Den hat er in Würzburg gemacht. Und der Arzt dort hat noch verschrieben für die Reise Diazepam. Jeden Abend 5 Milligramm. Ich sollte ihn dann in Stadelheim erst 2 werden und dann in Bernau keine mehr. Es war ich da in Nürnberg, es war nachts, die Kostklappe geht auf, der Wachtyp steht draußen und sagt, ja, ich soll meine Hand raustun, dann legt er mal meine Pille drauf. In der ersten Nacht, bang, legt er meine Diazepam. Ich nehme die, kann super schlafen. Am nächsten Tag, ich tue auch die Hand raus, dann, ist mir runtergefallen. Ich sage, ja toll, und jetzt? Ja, Pech. Ich sage, ja, der Mann halt ist, glaube ich, zwischen Tür und Boden. Ich sage, ja, bitte, der Mann halt schnell auf, dann hol es mal, muss ja da liegen, ich brauche die. Und sagt er, ja, nee, tut ihm leid, darf er nicht. Kostklappe zu ist gegangen. Am nächsten Tag, hast die Abfahrt, haben wir sofort geschaut, da war nichts. Und die Hausarbeiter, als sie draußen gewischt haben, habe ich auch gleich geklopft und gerufen und ihr könnt mal gucken. Aber hey, dieser Drecksack, dieser Elendige, echt. Das hat er doch mit Absicht gemacht, weil er sich einpfeifen wollte, weißt du? Oh, what the fuck, was geht denn jetzt hier ab? Ist der Akku alle oder was? Immer das gleiche mit dem Scheißteil, ist der Akku alle, wenn du es mal benutzen willst. Naja. Fakt ist auf alle Fälle, dass dieser verdreckte Hof, der jeden Morgen auch selber so verschissen ausgeschaut hat, sauber gemacht worden ist von der Hausarbeit, aber nur für so das Gröbste. Aber natürlich nicht am Sonntag. Dementsprechend sah es auch am Sonntag beim Hofgang aus. Alter, hey, überall der Dreck, weil diese asozialen Penner da alles aus dem Fenster rausschmeißen, weil sie einfach gestört im Kopf sind. Und die normalen Gefangenen in einem anderen, größeren Hof sind, das ist bloß ein Schubhof gewesen, sind nur Schubgefangene gewesen und welche, die abgeschoben worden sind, etc. pp. Lauter solche. Dementsprechend haben sie sich auch alle aufgeführt. Hey. Dann am Samstag hat sich einer weggehängt gehabt und bei einer Viermannzelle hat einer versucht, sich umzubringen. Hey. Er hat sich einen Schlingenhals gemacht,
und das mit dem Oberschenkel verbunden, sodass wenn er sich gerade zieht, das zuzieht am Hals. Der andere hat es gerade noch gesehen und hat dann gemeldet und sagt, Alter, wenn ich hier in der Zelle bin, bringst du dich nicht um, weil das fällt ja auf alle zurück, das gibt ja richtig Probleme dann. Ja. Aber ist schon krass, ey. Ich kann das schon verstehen, wenn man da in diesem Loch ist, dass man da psychisch so fertig ist, und, dann vielleicht, man weiß ich nicht, glaubt, man hat nur 8 Jahre oder so vor sich und sieht dieses Drecksloch und verbindet das erst einmal im Kopf miteinander. Wenn man denkt, wo man hinkommt, ist genauso. Ist natürlich nicht, aber erst einmal ist man abgeschreckt vom Allerfeinsten. Also da wird es ehrlich anders, du. Ja, dann war es auch noch so heiß in dem Sommer, dass sie die Kostklappen aufgemacht haben, das durchzieht. Da hätte mich der andere beinahe erwischt, wie ich mit einem selbstgebauten Tauchsieder mir Wasser machen wollte. Dann ist das Klo, es war auch der Hammer her. Ich möchte nachts kann nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit das Rauschen vom Klo höre. Dann mache ich ein Feuerzeug an, dann steht so hoch das Wasser in meiner Zelle. Es war echt schwer, ich habe mich halt dann so hingehangelt zu dem Knopf, wo man drücken kann, damit die Wachleute das mitbekommen, was los ist. Dann kommt er, los, schreit er so rein, sag, hey, bei mir überschwemmt die ganze Zelle, Alter, kannst du mal Licht bitte, kannst du mal bitte Licht machen. Dann macht er Licht an, dann schwimmt tatsächlich alles. Zum Glück hatte ich gar nichts, außer meine Turnschuhe, die auf dem Boden rumgeschwommen sind und alles andere war auf dem Tisch oben. Also ja gut, packt zusammen, kommst in eine andere Zelle. Also das Wasser abgestellt und flugs bin ich in eine andere Zelle reinkommen. Alter, es ist alles so marode gewesen schon. Ja, was gibt's da noch zu sagen über Nürnberg? Außer dass die Hausarbeit da schwer waren. Die Beamten waren alle ganz okay. Die ja, haben halt einfach ihren Job gemacht. Ja. Du bist da verwahrt worden und bist da behandelt worden wie ein Gefangener, halt schon mit Ehre und also mit Würde und so weiter, aber halt, ja, typisch bürokratisch, wie halt die Deutschen so sind, gell. Deckel auf, Deckel zu, Tür auf, rein, Tür zu, Nummer drauf, Stempel drauf, abheften. Die Laufkarte von mir, Laufkarte ist verteilt, da ist ein Foto drauf, wenn man fotografiert, wenn man kommt, da schatz, oh Mann, ey, ich war voll affig und habe so scheiße ausgeschaut und da druckt er auf den Butterbrot und so habe ich halt den ganzen Scheißweg da ausschauen müssen auf dieser Laufkarte. Fand ich halt überhaupt nicht witzig. Kriegst du auch nicht das Foto, rücken sie nicht raus. Die sagen, dieses Bild ist dazu da, solltest du flüchten, damit sie ein Foto haben für Fahndung. Ja, und beim Abtransport, dann haben sie natürlich den Tauchsieder gefunden, haben sie weggenommen, haben sie aber nicht gemeldet, sodass ich keinen Bunker kriege. Normalerweise, wenn sowas finden, gibt es Bunker. Aber in meinem Fall haben sie gesagt, ja komm, du hast ja nichts, du arme Sau, kein Wunder, dass du sowas baust, aber der war auch richtig gut gebaut und hat mir aber ein anderer Gefangener untergeholt, mit dem ich von Würzburg komme, in Berlin geschenkt. Ja, ich habe auch schon mal darüber erzählt von dem Gerät, von daher, scheiß die Wand an. Nürnberg war kein schönes Gefängnis. Dann kommst du aus Würzburg, wo du Strom auf der Zelle hast, wo du Teebeutel von der Anstalt kriegst und dann Zucker, wo du dir nur einen Kaffee kaufen musst und einen Wasserkocher kriegst, kommst du in so ein Drecksloch rein, das ist ähnlich wie in München Stadelheim oder wie ein Gefängnis, wie eine Polizeizelle, wo halt einfach nichts drin ist, außer Pritsche. Ein Scheißhaus, das offen ist, und ein Klopapier, ein kleiner Tisch, der an die Wand geschraubt ist, und eine Bank, die an die Wand geschraubt ist. Das Bett ist auch angeschraubt an der Wand, sodass in der Nachbar drin sich hinlegt, du das spürst, das hebt sich erst einmal so hoch. Und ja, ich war auf alle Fälle froh, als das dann vorbei war, als wir weitergefahren sind, so nach Stadelheim. Stadelheim kannte ich ja schon, von daher, peace.